Ja. FPS-Grenze kriegst du, ich glaube, genauso. Also auch in LS kannst du sie mit V-Sync oder irgendwie sowas kannst du da auch deaktivieren. Aber ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Wenn du 60 FPS hast, ist das meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Was bringt dir 120 oder 400 oder was weiß ich was? Darf ich vorfahren oder willst du vorfahren? Ja. Ich weiß nicht, ich bin tatsächlich überlegen, ja, soll ich eine neue Grafikkarte kaufen oder CPU, weil irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Also ich CPU möchte schon gerne auf höchsten... CPU glaube ich nicht. CPU also nicht. Du hast eine i5, ne? Ja. Na, ich habe einen von dem i5 ja. auf einen i7 gewechselt. Und etwas langsamer getaktet, aber immer noch sehr, sehr krass übertaktet. Genauso wie die alte CPU auch. Ja. Und ich habe in LS gefühlt 3 oder 4 FPS mehr bekommen. Und dafür... Markus, vielen Dank für deinen Host. Jo, dankeschön. Und dafür aber, wenn du CPU tauschen, musst du auch sofort Mainboard tauschen. Und wenn du Pech hast, musst du auch Arbeitsspeicher sofort tauschen. Und da bist du sofort ratzfatz bei 300-400 Euro. Ja. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob eine Grafikkarte reicht. Doch. Doch, doch. Du hast ja die gleiche Grafikkarte wie ich auch. Du hast ja die R290, ne? Ja. Ja. Die muss weg. Die muss weg. Ja. Die muss weg. Auch selbst wenn du sie gegen die 1060 tauscht, das wird, glaube ich, sogar teilweise schon reichen für den Anfang. Aber ich glaube, ich gehe auf, also von AMD gehe ich runter auf. Ja, ich auch. Weil die meisten Spiele sind, glaube ich, auch, so weiß ich nicht, auf Nvidia so entwickelt, habe ich so das Gefühl auch. Das weiß ich nicht. Nehmen wir mal nur LS jetzt. Du weißt doch, dieses Info ist auch Nvidia. Das ist richtig. Ich weiß nicht, also. Ich wollte das auch nochmal mit. Ich habe ja die, ist das die Elgato? Aber irgendwie, ja. Der ist noch nicht so ganz. Welche Elgato hast du denn? Hast du die Elgato 60 Pro? Ja, die eingebaut. Die eingebaute PCI-Dings kommt. Ja, nur ich hatte auf einmal das Problem. Auf einmal, wenn ich die angeschlossen habe, habe ich auf einmal gar kein Bild mehr. Nichts. Ja, du musst das dann schon richtig machen, ne? Ja, nee. Am Anfang ging's ja auch, ne? Ja. Und dann auf einmal, ich habe den PC gestartet, irgendwie, keine Ahnung, auf einmal hatte ich kein Bild mehr. Habe ich ausgesteckt, ging alles wieder. Keine Ahnung, was das war. Muss ich mich noch weiter mit beschäftigen. Aber zum Stream oder so, die soll eigentlich richtig gut sein. Die ist richtig gut. Also die ist ungefähr ungefähr so ähnlich wie meine Razer Ripsaw. Also die sind schon richtig gut, Dinger. Die musst du halt nur richtig konfigurieren. Und die bringen dir aber ehrlich gesagt auch nur etwas, wenn du sie halt in einem separaten Rechner drin hast. Ach so, ja? Ja. Okay. Denn dann nimmst du das mit dieser Karte quasi auf und lässt das ganze Rendering auf der CPU von dem anderen Rechner machen. Und deine eigene Tech-CPU vom Spiel ist dann überhaupt nicht mehr belastet. Deswegen habe ich mir... Aber wenn du wirklich das jetzt aktiv mitgestalten möchtest, sage ich mal so, weil 7 Tage die Woche zu streamen wird echt krass viel. Das ist jetzt einmalige Ausnahme, weil ich jetzt wirklich ein bisschen mehr Freizeit habe, solange die Prüfungen noch nicht anfangen, aber das geht halt nächste Woche wieder los. Ja. Aber dann können wir uns mal überlegen, weil so ein Streaming-Rechner, den ich mir gekauft habe, das ist jetzt nicht das obergeilste Ding, ne? Ja. Kostet 400 Euro. Du hast die Elgato schon. Das heißt, das Ding kannst du dann da einbauen quasi und dann kannst du sofort verwenden. Wir müssen jetzt hier links, ne? Ja. Und das würde sich schon, glaube ich, dann lohnen. Aber du kannst ja auch die Elgato einfach nur zum Aufnehmen nutzen. Also zum... Ich glaube, du kannst auch direkt über die Elgato streamen, ja. Ja, das geht auch. Nur ich meine so, dass ich glaube, es ist ja so, dass durch die Elgato die CPU nicht so belastet wird, oder wie ist das? Ja, also ich glaube, dann bist du halt komplett auf der Elgato. Ja. Da hatte ich nämlich das Problem, dass ich habe so Testaufnahmen gemacht, so ganz normal, teste Bild und Stimme und so. So, und dann habe ich Aufnahme stoppen gedrückt. Das Bild war bis zum Ende da, aber meine Stimme, die war auf einmal weg. Mitten im, beendet. Ich habe noch nicht mal Tschüss gesagt. Ich hätte hier rechts abgehört. Ja, war scheiße.
Du musst dafür mal, wir sind ja schon fast da, ne? Ja, klar. Ja, ich war. Ja, ich muss jetzt hier rechts ab. Ja, ich fahre mal zu meinem Nächsten weiter. Dann treffen wir uns gleich irgendwo wieder. Ja. Es wird gefragt, Boxer, ob ATS ein Spiel ist, was man empfehlen könnte. Ich würde sagen schon. Ich würde sagen schon. Weil da wird weiter noch entwickelt an dem Spiel. Guck mal, die bringen jetzt sogar noch eine kostenlose Kartvergrößerung. Also, weil die Strecke oder die Distanz ist ja schon ziemlich gering. Aber das kommt ja auch per Update. Und ja, das siehst du auch bei. Guck mal, bei ATS 2, es hat auch klein angefangen und ist immer größer geworden. Natürlich, ja, da kann man sich jetzt mal wieder streiten. Ja, manche DLCs kosten was. Das ist ja mal immer dieses Thema, ne? Ja. Aber ich persönlich, ich glaube, ich hatte das sogar jetzt im ETS 2 Video irgendwann angesprochen. Ich würde mir trotzdem weiterhin die DLCs kaufen und so. Weiß nicht. Also ich bin da, finde das nicht schlimm, wenn die was kosten. Weil es kommen ja auch, guck mal, die Hauptfeatures oder so, die kommen ja immer noch kostenlos per Update hinzu. Sind halt nur zum Beispiel die Kartenerweiterung oder halt so Kleinigkeiten, kann man sagen. Und kosten tut das jetzt auch nicht so viel, finde ich. Hätte ich immer so. Ja. Also oder ich glaube, mittlerweile kann man sagen, wenn du ein Schnäppchen siehst, was ATS um die 10 Euro verkauft, plus minus ein bisschen was, ne? Kannst du bedenkenlos zuschlagen bei dem Spiel. Das ist ein gutes Spiel, es ist ein interessantes Spiel, wenn man halt dieses LKW-Fahren durchaus mag. Ne? Das gehört halt dazu, ob du jetzt in ETS oder ATS fährst, ist halt, ne, kein Unterschied. Du musst halt dieses LKW-Fahren mögen. Um den Preis rum ist das bedenkenlos zum Empfehlen. Für den Preis, wo man es damals kaufen konnte, wie teuer war das, glaube ich, als es rausgekommen ist? 20, 25, so um den Dreh? Ja. Da ist es ein bisschen viel gewesen, meiner Meinung nach. Aber für 10, 15 Euro bedenkenlos zuschlagen. Hier kann man ein paar Stunden auf jeden Fall abschalten, ganz entspannt fahren. Und auch die Kulisse ist halt mal komplett anders. Das Setting ist ein komplett anderes als in ETS. Und wie Boxe sagte, ne, die kommen laufend weitere Sachen hinzu. Die Strecken sind jetzt vielleicht nicht so lang, was ich aber persönlich ehrlich gesagt gar nicht schlimm finde. Weil wenn du in ETS sagst, ich fahre jetzt von England nach Polen runter, dann fährst du deine 2-3 Stunden teilweise, na gut, so viel verliere ich jetzt nicht, aber du fährst schon deine Zeit, ne? Und hier hast du ratzfatz das erledigt und kannst den nächsten Auftrag annehmen, dich wieder dann halt abstimmen mit den Leuten, dann fährst du weiter. Ich persönlich finde das eigentlich nicht schlecht. Alter! Golf with your friends. Ich habe das Spiel leider nicht. Ich habe das Spiel leider nicht. Sonst würden wir das vielleicht sogar wirklich machen, aber ich habe das Spiel leider nicht. Aber prinzipiell könnte das vielleicht Werner oder Walter mal streamen, weil die haben das Spiel. Auch. Box hat's auch, der könnte das dann auch streamen. Also, klar. Boah, ich habe das standardmäßig auf schwer eingestellt, dieses Einparken, ne? Meine Güte, das ist ja echt gar nicht mal so leicht. Ne, ich nehm jetzt die Mitte. Im Stream mache ich das nicht mehr auf schwer, das geht in die Hose, ey. Das geht immer in die Hose. Du weißt ja auch, dir guckt jemand zu, ne? Und du Ja. Jo. Und natürlich ein riesiger, großer Vorteil vom ATS ist, du kannst es im Multiplayer spielen mittlerweile, ne? Gut, dieser Multiplayer hier ist fragwürdig, ne? 200 Leute auf so einer großen Karte. Wirst du nicht so häufig jemanden sehen. Aber trotzdem, ich würde es bedenkenlos empfehlen, mittlerweile das Spiel. Halt um diesen Preis rum. Was ist eine Topwiese und wieso ist es dort warm? Mir wird ständig gesagt, arbeiten auf der Topwiese ist warm. Ich habe keine Ahnung, was eine Topwiese ist. Okay. Wo wird das gesagt? Im Chat. Ach so, da. Ah. Ich weiß nicht, was das ist. Sag mir, was das ist. Ich weiß es auch nicht. Was ist eine Top? Was? Guck ich bestimmt irgendwas. Who the fuck is Walter? Nein. Doch. Guck mal Formel 1 Videos auf unserem Kanal. Dann weißt du, wer Walter ist. Also burninggamers.de suchen und dann Formel 1, dann weißt du, wer Walter ist. Da ist ein anderer. Dafür, dass es hier so wenig sind, ne?
findet man aber trotzdem schon, trifft man doch mehr als ja, ich will nicht sagen unerhofft, aber doch einige schon. Gibt es heute ein Gewinnspiel? Nee, heute ist kein Gewinnspiel. Wir werden das Gewinnspiel auch, glaube ich, reduzieren auf einmal in der Woche, weil mittlerweile, muss man ja offen und ehrlich sagen, haben wir gar nicht mal mehr so viele Schlüssel. Na? Ich glaube, wenn wir das nächste Special starten, kriegen wir zwar wieder vielleicht einige Schlüssel gesponsert, aber wir müssen es ja trotzdem nicht ausreizen. Was hast du für Gewichtseinheiten? Auch Pound oder so? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Muss mal sicher gehen, ja. Wo muss ich denn hinfahren? Da vorne einfach. Ah, jetzt muss ich mal schauen, wie geht das denn hier? Wenn ich mal abgeliefert. Sir, würden Sie bitte wegfahren, Sir? Ne, Sie würden nicht wegfahren, ne? Ich merke das schon. Wow. Jetzt kriege ich beim ersten Mal sogar das einfache Ding nicht hin, ne? Gottes Willen bin ich schlecht. Ja, genau, das ist auch so ein... ich habe es mal im Video angesprochen, tatsächlich. Mit dem kleinen Truckster. Oder muss ich andersrum? Nee, muss ich andersrum. Die Frage ist halt immer... Einige, oder ich glaube, einer hat es mal vorgeschlagen, die Idee ist nicht schlecht, die Frage ist halt, was die Mehrheit sagt dazu. Also, würdet ihr euch so einen Truck kaufen? Halt die Frage, ne? Natürlich, ganz klar, es kommt natürlich immer auf, ne, auf den Preis an. Boxer, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Lass mal Aufträge abgleichen. Wo hast du was hin? Ich habe noch nicht mal abgeliefert. Oh Gott, das Schwillen. Ich okay. Suche gerade hier. Was ist das? Ja, erzähl weiter. Moment, ich muss ja können. Wilma, bin ich das denn krass. Hier? Und wieso, Markus, und wieso arbeitet man dort? Das ist, glaube ich, doch schon ziemlich anstrengend dann. Wie kommt man in den Online-Modus? Ja, du lädst dir bei Truckers MP, glaube ich, so heißt die Seite, meldest du dich an mit deinem Account, den du da erstellst, und dann kannst du das runterladen, installieren, dann bestätigst du einmal, welche Spiele du hast, und dann geht das los. Ja, genau, so Miniatur-Trucks wären das dann. Ne, wir wollten das, wir haben uns das überlegt, aber tatsächlich... Weiß ich das nicht. Ich weiß das nicht. Und ja, muss man sich überlegen, tatsächlich muss man sich das. Ich habe was nach Carson City. Wo ist das? In Nevada. Ja, wo? Was ist da in der Nähe? Tonopah. Carson City? Ich sehe nicht mal die Stadt. Wir fahren über Las Vegas. Tonopah. Ach, Carson City da, okay. Ich hab was nach Tonopah. Ja, dann. Ja, mal mit. Dann hab ich vielleicht direkt was nach Carson City. No. Okay. Kommst du dann zu mir? Oder ich komme zu dir? Oder wir kommst zu mir. Oder wir treffen uns in Ehrenberg. Ehrenberg? Ey, muss ich aber Phoenix fahren. Das ist ja auch doof. Ja, wo bist du denn? Du bist in Yuma. Ich bin in Yuma. Ja, wie fährst du denn dann? Ich hab noch nicht angenommen. Ich muss erstmal ankuppeln fahren. Wer hat Checker entfernt und wieso hat er ihn entfernt? Tatsächlich. Naja, meine Moderatoren halt. Bitte? Auf deinen Checker, gut, dass du da warst. Hätte aber eigentlich nichts Schlimmes geschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht hat er mittlerweile irgendwas geschrieben. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ja, jetzt sag mir, wie fahren wir? Ehrenberg? Da komme ich nicht hin. Hey, du musst nach Carson fahren. Ja, aber ich kuppel eben an. Ich bin sofort da. Dann kann ich dir sagen, weil ich habe noch die Strecke. Die Strecke habe ich vor mir noch nicht liegen gerade. Ja, okay. Gehen wir mal. Aber kommt gleich noch was an. Nee, heute ist nur ETS. Wir werden heute ganz gemütlich hier ETS spielen heute. Ding, 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 ding.